Evelyn Bordecki ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Den ersten großen Auftritt hat sie in der Show Der Bachelor. Danach ist sie in Sendungen wie Promi Big Brother oder Grill dem Profi zu sehen. In diesem Jahr wird sie Dschungelkönigin in der Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Beim Promi-Tanzwettbewerb Let's Dance belegt sie mit dem Profitänzer Evgeny Vinokurov den 5. Platz. Wir sprechen auf der New Faces Night mit ihr. Dabei erzählt sie uns, dass mit Let's Dance zwar ein Wunsch in Erfüllung ging, sie aber mit RTL einem weiteren nachgehen kann. Also ich werde jetzt einen Brunnen bauen mit dem RTL-Spendmarathon. Das war schon immer ein Kinderwunsch von mir. Und das ist auf jeden Fall, da wird ein Traum in Erfüllung gehen. Weil ich mir denke, selbst wenn ich dann irgendwann sterbe oder irgendwas passiert, habe ich immer noch was Gutes hinterlassen. Immer wieder machen Gerüchte um Streitereien zwischen den Let's Dance-Kandidaten die Runde. Doch die sind an Evelyn komplett vorbeigegangen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich fand, es war eigentlich alles harmonisch. Aber das ist normal. Selbst bei Profis kann passieren, dass man in Diskussion kommt, weil wenn man sich jeden Tag sieht, das waren 3 Monate, für jeden harte Arbeit, ein harter Kampf. Aber im Endeffekt lieben sie sich alle. Der 31-Jährigen hat das Format viel abverlangt. Tägliches Training mit ihrem Tanzpartner Evgeny stand auf dem Plan. Daran ist sie aber gewachsen und es fehlt ihr schon fast. Also mein Tanzpartner, ich vermisse ihn sehr oft, weil es ist schon, man gewöhnt sich daran. Und dann wiederum genieße ich natürlich die freie Zeit jetzt nach Let's Dance. Aber man hatte natürlich Gefühlsschwankungen, Gefühlschaos, man ist dadurch gewachsen. Ich sage auch, ich bin ein Stück erwachsener durch Let's Dance geworden, weil man da wieder irgendwie Gefühle kennengelernt hat, die man nie kannte. Und auch selber über Grenzen gegangen ist, wo man sich dachte, okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hatte man zum Beispiel einen Evgeny, der dann einen im Arm genommen hat und gesagt hat, Evelyn, du bist was ganz Besonderes, mach weiter. Es ist schön, was du tust, du hast eine Riesenentwicklung, weil ich selber habe es gar nicht mehr gemerkt. Evgeny war für sie ein echter Anker. Den Kontakt halten sie rege. Wir haben viel Kontakt. Wir telefonieren, wir schreiben. Wir wollen uns jetzt auch mal wieder treffen auf ein Käffchen. Es hat beide halt sehr im Herzen geprägt. Das war seine erste Show, mein Let's Dance, was für mich sehr schwer war. Und ich glaube, selbst wenn wir 80 sind, verheiratet, in Rollstühlen oder ich weiß nicht, was passiert mit 80, werden wir immer noch an diese tolle Zeit denken.